Es ist vollkommen abwegig, Weasley. Wie hätte Sirius Black es wohl schaffen können, am Porträt vorbei hier reinzukommen? Wie? Das weiß ich doch nicht. Ich war damit beschäftigt, nicht erstochen zu werden. Percy, haben Sie Sir Cadogan gesehen? Ich... oh, da ist der Professor. Oh, Sir Cadogan. Sir Cadogan. Ja, er zu gießen. Was darf es sein, edle Dame? Entschuldigen Sie, ist es möglich, dass Sie heute Abend einen geheimnisvollen Mann in den Gryffindor-Turm hineingelassen haben? Bäh, bäh. Irgendwann, Teuerste, hatte er das Passwort. Schachmatt! Er hatte etliche aufgelistet auf einem kleinen Fetzen Papier! Ah! Welcher unübertrefflich törichte Mensch notiert die geheimen Passwörter und ist dann so überaus klug, sie zu verlieren? Sind es denn wirklich jedes Mal Sie, Longbottom? Ich fürchte, ja, Ma'am. Nun ja, Sirius Black ist nicht mehr hier. Es besteht jedoch Grund zur festen Annahme, dass er früher oder später versuchen wird, wiederzukehren. Und ich spreche für den ganzen Lehrkörper, wenn ich sage, dass es trotz aller unserer Maßnahmen zu Ihrer Sicherheit und Ihrem Schutz jedem Einzelnen von Ihnen obliegt, verantwortungsbewusst zu handeln. Haben Sie verstanden? Sehr gut, dann dürfen Sie gehen. Handeln Sie verantwortungsbewusst. Geht wieder hoch. Und deine verdammte Katze hat Kratzer aufgefressen. Hat sie gar nicht. Und ob, das weißt du auch verdammt genau. Es ist kaum zu fassen. Er war hier. Er war genau hier. Nah genug, um ihn zu erwischen. Ich hätte ihn töten können.